Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Viele haben es sich in den letzten Wochen immer wieder gewünscht und dementsprechend möchte ich diesem Wunsch mal nachgehen. Die Samstagskonferenz mit den fünf Partien, die ihr da oben seht, die vier Spiele unten werdet ihr danach in der Zusammenfassung sehen, wie ihr das sonst normalerweise gewohnt seid. Aber jetzt geht's los mit der Konferenz. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren und bleibt schön fair. Ansonsten geht's jetzt los. Viel Spaß dabei. Ach ja, noch ein kurzer Punkt, sorry, bevor es dann wirklich losgeht. Wer sich dafür interessiert, wie gut diese Prognose ist im Vergleich zur echten Tabelle, da vergleiche ich dann mal die Tabelle von den Prognosenspielen oder von den Ergebnissen der Prognose und eben den echten Ergebnissen und der echten Tabelle, dann bleibt bis zum Ende hin dran. Da war nämlich ein netter Zuschauer, der hat das alles mal zusammengerechnet. Aber jetzt viel Spaß. Sorry, viel zu lang gelabert. Los geht's. Und damit ein ganz herzliches Willkommen in der Konferenz aus dem Augsburger WWK-Stadion, aus der WWK-Arena. Hier ist die Eintracht aus Frankfurt zu Gast und die Gäste sind richtig gut drauf in den letzten Wochen, in dieser Saison, in den letzten Monaten. Da baut sich etwas richtig Großes auf der anderen Seite der FC Augsburg, der zuletzt 2:1 bei Hoffenheim verlor. Wir schauen noch kurz auf die Aufstellung, dann wollen wir ins nächste Stadion schalten, ab nach Mainz. Wo der Spitzenreiter zu Gast ist, der BVB möchte die nächsten 3 Punkte einfahren. Nach dem 3:2 gegen den FC Bayern München vor der Länderspielpause sind sie heute zu einem Gastspiel geladen in der Opel Arena. Das wird nicht allzu einfach, der ein oder andere Verteidiger fehlt, deswegen Zagadou und Toprak aufgestellt. Auch hier schauen wir kurz auf die Aufstellung der Gastgeber und dann gehen wir in die Hauptstadt. Und hier ist die TSG aus Hoffenheim zu Gast. Julian Nagelsmann möchte auch wieder die Punkte einsammeln. Sind ja mittlerweile schon auf dem 6. Tabellenrang. Ich höre aber, in München geht's los, deswegen gehen wir da schon hin. Keine Sorge, Wolfsburg gegen Leipzig haben wir natürlich auch in der Konferenz. Aber da es hier jetzt schon losgeht, schauen wir da demnächst dann mal vorbei. Die Münchner Bayern in den roten Trikots von links nach rechts und Düsseldorf in weiß von rechts nach links. Dementsprechend schauen wir mal, wie sich die Münchner schlagen können nach dem 3:2 gegen Borussia Dortmund. Hatten ja jetzt Zeit, sich etwas zu finden zumindest. Aber das wird sich hier in den 90 Minuten zeigen. Also ab nach Wolfsburg, da ist jetzt schon das erste Tor gefallen. Die Gastgeber führen, Yannick Gerhardt mit dem 1:0 und was für ein Treffer. Wunderbar gemacht und der perfekte Volley ganz früh in der Partie. Keine Chance für Gulaschi aus der Distanz da zu reagieren. Super Flanke von der linken Seite. Das ist Brekalo, der den reinbringt. Und Gerhard hat die perfekte Schusstechnik in dieser Situation. Wird aber auch nicht angegriffen. Da muss sich Leipzig dann auch fragen, wo sie denn zu dem Zeitpunkt der Partie waren. Sicherlich nicht auf dem Feld, aber es steht ganz früh in der Partie 1:0. Für die Wölfe, die jetzt auch mal wieder gewinnen wollen. Zuletzt beim 2:1 in Hannover konnte man auch nicht sonderlich überzeugen beim Konkurrenten aus Niedersachsen. Aber Tor so Mainz. Ist es nun mal. Jetzt führen sie hier früh in der Partie. Wir gehen nach Mainz, da führt auch jemand ganz früh. Und zwar Borussia Dortmund durch Axel Witzel. 5. Spielminute. Die Nummer 28 macht es und freut sich mit dem mitgereisten Dortmunder Fans. Zahlreich sind sie wieder hier in der Opel Arena. Auch das ein durchaus ansehnliches Tor. Kurz vor der Strafraumkante zieht er einfach mal ab, nimmt sich das Herz und wird dafür belohnt. Das ist ein super Abschluss, dreht sich auch perfekt rein. Der hatte die richtige Wucht. Götze legt das Ganze auf. Also Götze wieder von Start an hier auf dem Feld. Paco Alcácer dementsprechend nur auf der Bank. Das ist jetzt Mateta, der anstößt und schlechter hätte es für Mainz gar nicht losgehen können. Zuletzt gewannen sie ja 3:1 beim SC Freiburg vor der Länderspielpause. Diese Euphorie hätte man gerne mitgenommen. Jetzt ist man hier eben früh im Rückstand und das wird dann gegen den Tabellenführer aus Dortmund auch nicht einfacher, wo man ja auch nochmal bedenken muss, normalerweise werden die in der zweiten Halbzeit noch stärker und das ist jetzt schon eine richtig gute Anfangsphase. Also wo wird es da noch hinführen? Der BVB führt hier nicht unverdient, hatte das Zepter von Beginn an in der Hand, ist ja auch logisch. Sie sind dazu eher angetan als die Mainzer unter Sandro Schwarz. Ja, eher auch mal aufs Verteidigen konzentriert. Nach vorne ging hier noch nicht so viel. Hier gab es jetzt den zweiten Abschluss. Marco Reus versucht es da mal. Aber dann gehen wir ins nächste Stadion, weil der hier doch vorbeiging. Dortmund führt also früh mit 1:0.
Hier sind knapp 11 Minuten von der Uhr und der FC Augsburg versucht hier Chancen zu kreieren. Es ist bislang aber noch nicht so richtig was Gefährliches bei rausgekommen und die LVNA, die Hütter, ja, wieder überragend drauf. Wie schon zu Beginn angesprochen, das ist wieder eine richtig starke Saison und auch das hätte man sicherlich nicht mehr so erwartet, nachdem Kovac wegging. Aber sie haben sich meines Erachtens sogar noch gesteigert in den letzten Monaten unter dem neuen Coach. Jetzt sind sie aktuell Tabellenvierter und wollen hier die nächsten drei Punkte einfahren gegen den FC Augsburg. Aber auch das ist nicht so einfach, hier in der WWK Arena zu bestehen. Wenn das hier nichts wird, dann gehen wir erstmal weiter und ja, ab nach Berlin. Wir wollen ja überall mal vorbeischauen. Knapp über eine Viertelstunde jetzt hier gespielt. Kader Rabeck und Vogt spielen sich da den Ball zu. Dann dieser katastrophale Ball auf Duda. Ibisevic legt quer auf Kalou. Salomon Kalou. 1:0 für die Hertha. Was für ein Fehler in der Abwehrmannschaft von TSG 1899 Hoffenheim. Kevin Vogt mit dem katastrophalen Ball direkt in die Füße von Andrei Duda. Und in dieser Saison nutzt Hertha das einfach aus. Ibisevic legt nochmal quer und Salomon Kalou hämmert dann einfach rauf. Keine Chance für Baumann. Ja, das ist sehr, sehr bitter aus Hoffenheimer Sicht. Die spielen hier keine verkehrte Anfangsphase. Jetzt hat Hertha mal Druck gemacht, sehr früh in der gegnerischen Hälfte. Und dafür werden sie belohnt. Der Ivora in der 18. Spielminute also mit dem 1:0 für die Herthaner. Ja, das ist dann eben in der Bundesliga gerne mal so, dass sowas bestraft wird. Kevin Vogt wird sich da auch ärgern und wird sich darüber im Klaren sein, dass solche Bälle mal gar nicht gehen. Aber direkt in den Fuß sollte man niemanden spielen, egal in welcher Klasse, egal in welcher Liga. Ist ihm jetzt auch bewusst, wir schauen mal in die Allianz Arena. Wo tatsächlich Düsseldorf aktuell gerade mal auf dem Weg nach vorne ist, aber richtig gefährlich konnte es dabei noch nicht werden. Der FC Bayern München verteidigt das erstmal stabil. Jetzt läuft Alaba mit dem Ball ins Aus. Tor in Augsburg. Wir gehen nach Augsburg. Ja, das Tor wollen wir natürlich sehen. Die Gäste führen und es ist Luka Jovic in der 25. Spielminute, der das Ding einschweißt aus kürzester Distanz. Super Kombination. Kostic legt nochmal auf. Und Jovic bleibt dann vor Andi Lute ganz cool. Und bringt den Ball im Tor unter. Also Luka Jovic trifft schon wieder. Der ist einfach überragend drauf. Und jetzt nach 25 Spielminuten führen die Gäste mit 1:0. Das kam jetzt etwas aus dem Nichts, weil der FC Augsburg doch etwas mehr von der Partie hatte. Es fehlte so der richtige Torschuss. Und jetzt wird das bestraft von einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt. Mit dieser Offensivpower sind sie eben immer gefährlich. Auch wenn sie nur einmal vors Tor kommen. Tor in Wolfsburg. Und dann schauen wir nach Wolfsburg, der zweite Treffer in der Volkswagen Arena. Und zwar gerecht verteilt, 28. Spielminute, RB Leipzig gleicht aus. Marcel Sabitzer mit dem 1:1 nach einem Eckstoß kriegen die Wölfe die Sache nicht verteidigt. Am zweiten Pfosten setzt sich dann Sabitzer per Kopf gegen Rex Bischai durch. Und bringt den Ball über die leere Torlinie. Das ist dann bitter für Castells, der noch erst alles reingeworfen hatte. Und dann kann er da nichts mehr tun. Die Wölfe haben etwas zu viel Spiel gelassen dann für Leipzig in den letzten Minuten. Und dann bestraft sich das jetzt auch mal eben über einen Standard. Sabitzer war ja fraglich, ob er auftreten könnte an diesem Nachmittag. Ja, er kann es und kann tatsächlich sogar ausgleichen. 1:1 also hier in einer munteren Partie, wo eben Wolfsburg Leipzig zurück in die Partie gebracht hat. Tor in Berlin. Nach der frühen Führung. Aber wir schauen nach Berlin. Da ist der nächste Treffer der Konferenz gefallen. Auch hier ist jetzt der Ausgleich gefallen. 30. Spielminute. Joel Linton macht das Ding. Fast haargenau eine halbe Stunde gespielt. Kramaric über die linke Seite bringt diese super Flanke. Joel Linton hält den Kopf rein, fällt dabei noch hin, weil er alles investiert und dafür belohnt wird. Im Kopfballduell setzt er sich dagegen Lustenberger durch. Wobei, Kopfballduell ist etwas zu schön gesagt. Lustenberger geht da nicht wirklich rein in den Zweikampf. Und dann sieht es für Jahrstein auch ein bisschen unglücklich aus. Also hier steht es 1:1 in der Hauptstadt. Wir schauen
nach Mainz, wo die Gäste aus Dortmund mit 1:0 führen. Hochverdient führen hier die Dortmunder und kommen jetzt schon wieder über die rechte Seite, eventuell zu einem Angriff. Brosinski macht das aber ganz klasse, klärt den Ball per Kopf zurück auf Zentner, setzt sich dagegen Brun Larsen durch. Mainz fällt nicht viel nach vorne ein. Zugegebenermaßen, der BVB spielt das auch wieder richtig gut, richtig diszipliniert und dadurch ist das 1:0 erstmal eine sichere Tor Bank. In München! Wir schauen jetzt nach München, da ist der erste Treffer gefallen. Die Münchner führen und das war jetzt auch überfällig. In den letzten 5, 6, 7 Minuten bauten sie einen großen Druck auf und jetzt werden sie dafür belohnt. Es ist Joshua Kimmich aus kurzer Distanz. Der rechte Verteidiger läuft einfach mal mit ein und hämmert den Ball dann rauf. Rensing ist fast noch mit den Fingerspitzen dran, kann es aber nicht mehr vermeiden und da sind dann alle Spieler nach vorne gelaufen. Das ist mental sicherlich ein extrem wichtiger Treffer jetzt vorerst. Lange taten sie sich hier schwer, dann konnten sie jetzt aber ihre Überlegenheit auch mal in ein Tor ummünzen. Da müssen sie jetzt natürlich nachlegen, nicht wieder in alte Muster verfallen, nicht wieder einschlafen, sich selbst müde spielen, sondern dranbleiben und dann Düsseldorf bestenfalls vor der Pause noch den zweiten oder den dritten Gegentreffer hinterher schieben. Die Elf von Friedhelm Funkel macht das leidenschaftlich, aber sind hier spielerisch einfach unterlegen und dementsprechend geht diese Führung jetzt auch absolut in Ordnung. Und man darf gespannt sein, wie sich das jetzt noch hier weiterentwickelt. Es ist ja noch genug Zeit für beide Mannschaften, hier noch etwas zu tun vor der Pause. Aktuell sieht es danach aus, als würde Bayern direkt nachlegen wollen und das ist, denke ich, auch der richtige Schritt. Das ist Kaminski, der an den Ball nicht kommt. Gnabry da mit dem Abschluss bekommt von Lewandowski den Ball. Und Rensing muss da jetzt aufpassen, dass seine Mannschaft da hinten nicht auseinanderfällt. Wir schauen nochmal drauf und dann geben wir eine Station weiter. Landen in Augsburg, wo Jonathan Schmid gerade einen Querschläger hat im eigenen 16er. Das sollte man wirklich vermeiden. Da ist dann Ante Rebic mit dem Abschluss. Aber Lute fängt Tor in den Ball München ab und dann gehen wir wieder zurück nach München. Der FC Bayern macht das 2:0 und das ist das, von wem ich eben gesprochen habe. Nämlich direkt nachlegen, gar nicht einschlafen und dann Javi Martinez mit einem satten Abschluss nach einem Eckstoß bekommt es Düsseldorf nicht bereinigt. Und der ist dann super geschossen. 2:0 jetzt also für die Bayern. Zur Pause wird da sicherlich nichts mehr anbrennen nach hinten. Also wichtig für die Elf von Niko Kovac, wir geben nach Wolfsburg. Gute Möglichkeit, gerade durch Halstenberg zum 2:1 Führungstreffer, der ging aber knapp vorbei, ansonsten wäre Roussillon auf der Linie auch sicherlich zur Stelle gewesen. Hier steht es nach knapp 41 Minuten 1:1. Die verdiente Wasserstandsmeldung aktuell, Sie sehen es, Leipzig hat deutlich mehr Ballbesitz als die Wolfsburger, aber der VfL setzt auch immer wieder Nadelstiche nach vorne. Die Leipziger haben aber die Partie endgültig jetzt in die Hand genommen, nachdem sie früh in Rückstand geraten sind. Die Elf von Bruno Labbadia konnte das aber nicht ausnutzen. Nach einer halben Stunde dann eben der Treffer von Marcel Sabitzer. Steffen kommt jetzt aus dem Abseits. Und vermutlich wird es dann mit diesem Remis auch in die Halbzeit gehen. Und das ist dann unter dem Strich, denke ich, auch mal in Ordnung. Wie gesagt, Leipzig ticken näher dran am 2:1, aber auch noch nicht so drückend überlegen, dass es unbedingt sein müsste. In München ist schon Pause, die führen 2:0 jetzt gegen Düsseldorf, haben wir eben bereits gesehen. Wir schauen nochmal nach Berlin. Weil wir später angepfiffen haben, wie eigentlich immer in der Hauptstadt und hier Hoffenheim schon wieder so einen katastrophalen Ball spielt, kommt nochmal die Möglichkeit für die Hertha zum Treffer. Dilrojun ist das im 16er. Dilrojun macht das stark. Halbzeit in Mainz übrigens und was für eine Passfehler in der Hintermannschaft der Sinsheimer und es wird fast wieder bestraft. Baumann passt aber auf gegen den Schuss von Dilrojun, der das richtig stark macht. Aber solche Böcke darf man sich einfach nicht leisten. Das wird Nagelsmann gleich in der Pause sicherlich auch nochmal ansprechen. Natürlich wissen die Sinsheimer das ganz genau selber, aber trotzdem, da muss nochmal an die Konzentration appelliert werden. Und jetzt sind wir bereits in der Nachspielzeit. Kann die Hertha nochmal einen Abschluss bekommen? Salomon
Kalou legt nochmal durch und da kommt tatsächlich nochmal der Abschluss. Auch in Augsburg ist jetzt Halbzeit, liegen 0-1 gegen Frankfurt zurück und Baumann wird hier in den letzten Minuten richtig gut beschäftigt. Und Wladimir Darina scheitert am 2-1. Also die einzige Partie, die hier jetzt noch läuft, weil in Wolfsburg auch Halbzeit ist, wie Sie oben sehen konnten, werden wir dann mit dieser Partie auch in die Halbzeit gehen. Eckstoß von Salomon Kalou. Nicht ungefährlich getreten. Lukassen ist da der Innenverteidiger, weil Rekiki ausfällt. Und jetzt in den letzten Aktionen hatte Hoffenheim richtig Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten sind. Sehr schmeichelhaft das 1-1 aktuell für die Gäste. Die Hertha hätte sich gerade nochmal belohnen müssen. Es geht hier mit 1-1 in die Pause. Wir schauen nochmal auf die Halbzeitergebnisse und dann kann es in 15 Minuten eigentlich schon direkt weitergehen. Jo, hier seht ihr einmal die Halbzeitergebnisse im Überblick. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen auf jeden Fall. Ansonsten tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Freut euch auf spannende weitere 45 FIFA-Minuten. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Und naja, viel Spaß jetzt bei der zweiten Halbzeit. Weiter geht's. Zurück in der Opel Arena. Der erste FSV Mainz 05 läuft seit der fünften Spielminute einem 0-1 hinterher. Es sieht man auch an der Torschussstatistik. 1-7 aus Sicht der Mainzer. Das 1-0 geht absolut in Ordnung, aber der BVB muss dann auch nachlegen. Jetzt hier in der Frühphase der zweiten Halbzeit Jadon Sancho mit einem abgerutschten Flankenball. Muss er sich nicht groß ärgern, macht auch wieder eine richtig gute Partie. Und die Mainzer müssen sich für den zweiten Durchgang etwas einfallen lassen haben. Ansonsten wird es hier die nächste Niederlage geben. Die fünfte wäre es da schon. Sie sind ja im Mittelfeld der Tabelle Tor in Augsburg angekommen. Und naja, da muss man wieder Punkte sammeln. Ab nach Augsburg. Die Fuggerstädter sind zurück in der Partie. Michael Gregoritsch in der 49. Spielminute mit dem Ausgleichstor gegen die Frankfurter. Und das bringt die Arena natürlich zum Toben, auch wenn wieder sehr viele Gäste dabei sind. Guter, flacher Flankenball und dann ist Gregoritsch cool vor Kevin Trapp, behält die Übersicht, schiebt ihn ins Eck ein. Der ist gar nicht so leicht zu nehmen, weil der sehr holprig daherkommt. Er hält die Seite hin, hat dann nicht mehr viel Mühe mit seiner Qualität, den über die Linie zu bringen. Also es steht hier 1-1 in der Partie und damit ist wieder alles offen für die restlichen knapp 40 Minuten. Erste Chance in der zweiten Halbzeit. Erstes Tor geht also wieder gut los hier in der Konferenz. Und die Frankfurter hätten noch etwas frischer aus der Pause kommen müssen, wurden jetzt dafür bestraft, aber sie haben ja noch genug Zeit, eben auch das wieder auszumerzen, um hier direkt wieder zu kommen. Fernandes auf Philipp Kostic. Philipp Kostic auch mit dem Abschluss. Aber Andi Lute ist im kurzen Eck und kann hier Schlimmeres vermeiden. Gute Aktion von beiden, aber im bedrohten Eck muss dann ein Keeper wie Andi Lute auch sein. Ist er da und fängt er dann relativ problemlos zum Eckstoß raus. Und Kostic legt den sich auch wieder zurecht. Tor in Berlin. Aber wir gehen nach Berlin. Da ist der zweite Treffer der zweiten Halbzeit gefallen. Und plötzlich führen die Gäste Adam Scholloy mit dem 2-1. Und die Herthaner können es kaum fassen. Vor der Pause haben wir es gesehen, was sie für Möglichkeiten hatten, was sie für Möglichkeiten vor allem auch vergeben haben. Und jetzt sind sie hier früh in der zweiten Halbzeit im Rückstand, weil Scholloy eine wunderbare Schusstechnik an den Tag legt. Mit dem rechten Außenriss macht er den Ball perfekt platziert, direkt neben den Pfosten in die Maschen rein. Bitter für Rune Jahrstein, bitter für ganz Hertha. Das ist absolut unverdient, aber die Elf von Julian Nagelsmann dürfte das wenig jucken. Jetzt geht Joel Linton vom Feld, dafür kommt Nelson. Wir geben aus Berlin ab in die Allianz Arena nach München. Die Bayern sind wieder auf dem Weg nach vorne. Da ist erst der Pfostenkopfball, aber Martinez staubt ab und macht das 3-0. Kein Abseits. Wenn wir auf den Linienrichter achten zumindest, zeigt er nicht an und so steht es 3-0. Und das dürfte es dann auch gewesen sein für die Düsseldorfer. Über die rechte Seite die flache Flanke. Kopfball ist sehr gut gesetzt, aber Martinez ist dann glücklicherweise da und kriegt den Ball über den am Boden liegenden Rensing hinweg in die Maschen gedrückt. Doppelpack also Javi Martinez. Wer hätte das gedacht und wann gab es das letzte Mal, wenn es das überhaupt schon mal gab?
Da muss man die Geschichtsbücher schon fast bemühen. 52. Spielminute, 3:0 für die Bayern. Alles klar, damit geben wir erstmal wieder ab nach Wolfsburg. Das ist ein bisschen knapper. Ja, hier hat sich bislang noch gar keiner rauskristallisiert, der sich absetzen könnte. Weil das Spiel nach vorne noch etwas zu inkonsequent ist. Gulaschi fängt diesen Flankenball relativ easy ab. Aber bekommt den Ball wieder direkt in die Füße von den Wolfsburgern hineingespielt. Aber auch das ist kein gutes Aufbauspiel. Jetzt kommt Klostermann, der ist relativ schnell über die linke Seite, legt quer Dämme Paulsen. Aber auch das ist wieder nicht gut genug gespielt. Und so sieht es hier auch im Anfangsbereich der zweiten Hälfte aus. Jetzt kommt Yunus Malli für Yannick Gerhardt. Auf der anderen Seite geht Paulsen runter, dafür Matthäus Kunja auf dem Feld. Also der Torschütze zum 1:0 von Wolfsburg ist runter. Yannick Gerhardt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, habe jetzt auch keine Verletzung gesehen. Dementsprechend doch etwas überraschend, diese Maßnahme von Bruno Labbadia. Aber irgendwas steckt da sicherlich Tor dahinter. Tor in München. Und dann gehen wir nach München, da könnte es jetzt ein richtiges Schützenfest geben. Sieht danach aus, keine Stunde gespielt und jetzt steht es hier 4:0. Thomas Müller mit dem Treffer. Ja, und das ist mal ein schönes Tor von Thomas Müller. Kann man sich schon auf das Interview nach dem Spiel freuen, wird er sich wahrscheinlich eine interessante Erklärung für überlegen. Aber das ist ein klasse Treffer. Der passt perfekt rein, super angeschnippelt. Es steht hier 4:0 und Düsseldorf muss aufpassen, dass es jetzt nicht richtig bitter wird, wie einmal schon in Frankfurt. Ab nach Mainz. Hier ist es noch nicht so klar und das honorieren auch die Mainzer Fans. Unisivo hatte gerade sogar eine Möglichkeit vor einigen Minuten, traf aber nur das Außennetz gegen Marvin Hitz. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Jakob Boon-Larsen legt sich den Ball hin, um ihn dann hoffentlich gefährlich vors Tor zu treten. Die Dortmunder müssen hier am besten einen nachlegen. Ansonsten ist eben ein Treffer dafür verantwortlich, dass es hier eventuell nicht zum Dreier reicht. Wenn der Treffer beispielsweise von Unisivo eben noch etwas platzierter gewesen wäre. Und ja, der Konjunktiv ist mal wieder dabei. Aber trotzdem, das sind die Aktionen, da muss man aufpassen. Auch Lucien Favre wird das sicherlich bewusst im Kopf vorhanden haben. Also keine halbe Stunde mehr zu spielen. Und Dortmund sollte trotzdem nochmal einen nachlegen. Götze, Reus, Tor in Berlin. Und wir geben nach Berlin. Paco Alcácer ist übrigens noch nicht auf dem Feld. Wir schauen jetzt aber in die Hauptstadt. Doppelpack, Adam Scholloy, 65. Spielminute. Und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so unverdient. Die Höhe ist zwar sicherlich etwas, über die man sich streiten könnte. Oder über diese Höhe könnte man sich streiten, sicherlich. Kopfball von Scholloy setzt sich da durch. Und dann ist es für Rune Jahrstein auch nicht mehr so einfach zu verteidigen. Aus der Distanz nahezu unmöglich. Flugkopfball, Lukassen ist nicht dicht genug dran und kann es da nicht verhindern. Es steht also 3:1 für die Gäste. Wie gesagt, schmeichelhaft war es zunächst nach dem 2:1 oder nach der Halbzeit-Remis-Stand von nach dem Halbzeit-Remis-Stand von 1:1 und der ja kurz nach der Pause dann sogar komplett auf den Kopf gestellt wurde. 1:2, 1:3 jetzt und jetzt sind es zwei Tore, die Herthaner aufholen müssen und ich bin nicht unbedingt davon überzeugt, dass das hier so ohne weiteres möglich sein wird. Klar, es ist noch genug Zeit, jetzt das schnelle 2:3, aber wie ist Hertha jetzt moralisch aufgestellt? Jetzt kommt nämlich erstmal wieder Hoffenheim nach vorne. Nelson mit der Flanke und da ist Leonardo Bittencourt. Aua, 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 jetzt tut's richtig weh für die Herthaner. 1:4 und das dürfte es dann auch gewesen sein. Es bestraft sich mal wieder, dass man die eigenen Möglichkeiten nicht verwandelt hat. Super Flanke dann auch von Nelson. Bittencourt läuft durch. Aus vollem Lauf nimmt er den Volley ab. Über Jahrstein müssen wir da nicht sprechen. Auch wenn er dicht dran ist. Trotzdem aus der Distanz mit der Wucht. Keine Chance. Es steht 1:4. Das dürfte es wohl gewesen sein. Wir schauen nach Wolfsburg. Tatsächlich schauen wir nicht nach Wolfsburg, sondern nach Augsburg. Und es gab gerade eine gute Möglichkeit für den FCA. Aber Kevin Trapp konnte aus doch recht kurzer Distanz diesen wuchtigen Schuss abwehren. Tor in Mainz! Und wir schauen nach Mainz, sind gar nicht lange hier. Also ab in die Opel Arena.
Axel Witzel, Doppelpacker, 72. Minute, 0:2. Das dürfte es dann wohl gewesen sein. Bei aller Moral, die man den Mainzer Spielern zusprechen kann, das ist, glaube ich, so nicht mehr aufzuholen. Auch wenn es nur zwei Tore sind, das ist zu bitter jetzt und dafür ist die Zeit auch zu kurz. Und dafür ist Dortmund auch einfach viel zu gut aktuell. Klasse Abschluss, Zentner kann nichts machen. Tor in München! Und dann geben wir nach München das fünfte etwa. Zum Glück nicht aus Düsseldorfer Sicht, 4:1 jetzt. Bisschen Ergebnis, Kosmetik kann also doch noch geleistet werden. Luke Bacchio setzt sich da im Kopfballduell durch gegen David Alaba. Neuer kann also wieder nicht zu Null spielen, auch wenn ihm hier kein wirklicher Vorwurf zu machen ist. Wird ihn persönlich einfach ärgern, diese Marke nicht aufrecht erhalten zu können oder mal wieder zumindest diese Marke überhaupt tragen zu können, mit der weißen Weste vom Feld zu gehen. Dodi Luke Bacchio mit dem 4:1. Immerhin ein Treffer aus Sicht der Fortunen und Friedhelm Funke wird sich dann auf den nächsten Gegner mit ähnlicher Kragenweite vorbereiten. Tor in Berlin! Aber wir schauen erstmal nach Berlin, denn die Konferenz ist ja noch am Laufen. 2:4 und geht jetzt eventuell doch noch was. Habe ich die Herthaner etwa zu früh abgeschrieben? Kopfballtor von Vedat Ibisevic. Oliver Baumann kann auch wieder nur hinterher schauen. Birkenkurt ist viel zu weit weg. Das sieht gar nicht gut aus in der Situation. Das Zweikampfverhalten. Bicacic guckt auch nur hinterher. Und dann schlägt der Ball platziert ein. Ibisevic ist eben super Kopfballspieler. Wenn ich das richtig sehe, geht er jetzt aber vom Feld und dafür kommt Selke rein. Und das ist tatsächlich der Fall. Also 2:4 hier nochmal. Wir geben nochmal ins nächste Stadion. Sind wieder in Augsburg. Viertelstunde noch knapp auf der Uhr und hier ist noch gar nichts klar. Max mit der Flanke. Abraham kann es klären. Gacinovic macht es sich fast selber nochmal brenzlig, aber Stendera ist dann da und kann ihn rausspielen. Die Augsburger haben jetzt hier nochmal richtig Lust bekommen auf diese Partie. Jensen auf Finn Bogason. Legt nochmal quer. Das ist Max mit der Flanke. Die ist super, aber ein Dicker passt auf. Sonst wäre Gregoritsch da gewesen. Hier schauen wir nochmal auf die Möglichkeit, die wir beim letzten Einspieler schon einmal gesehen haben. Zu unplatziert dieser Ball direkt auf Kevin Trapp. Noch etwas mehr als 10 Minuten Tor zu spielen. In Wolfsburg! Und in Wolfsburg fällt jetzt der nächste Treffer. Also steht es dort nicht mehr 1:1. Marcel Sabitzer dreht diese Partie. Nach knapp 28 Minuten hat er das 1:1 erzielt. Und jetzt macht er hier das 2:1 für die Roten Bullen. 79. Minute und das ist gut gespielt und dann ein klasse Abschluss. Mit voller Wucht hämmert er ihn ins kurze Eck. Castils kann so schnell gar nicht reagieren. Tor in München. Und dann fällt der nächste Treffer in München. Und ja, da wollen wir natürlich hinschauen. Also Leipzig führt hier mit 2:1 kurz vor Schluss. Ruven Hennings, klasse Tor, 4:2. Ich glaube trotzdem nicht, dass es nochmal richtig spannend wird. Wenn es jetzt in diesem Intervall weitergeht, dann könnte es doch nochmal was werden. Aber das glaube ich einfach nicht. Ruven Hennings, klasse Tor, 4:2. Wir geben nach Mainz. Hier ist auch ein 2-Tore-Vorsprung vorhanden, aber etwas souveräner der Dortmunder als beim FCB. Auch wenn da wohl auch nichts mehr passieren wird, wie man gerade hörte. Trotzdem müssen die Dortmunder oder werden die Dortmunder sehr gerne zu Null vom Feld gehen. Tut dann sicherlich auch Marvin Hitz gut, denn Roman Bürki ist ja noch etwas angeschlagen. Auf den muss hier verzichtet werden. 5 Minuten vor dem Ende ist hier aber alles klar. Paco Alcácer steht schon unten bereit und wird dann für die letzten paar Sekunden oder paar Minuten noch reinkommen. Danny Latza und Niakate klärt den Ball erstmal raus und ja, dann ist es jetzt auch soweit. Paco Alcácer macht sich bereit, dafür wird Mario Götze das Spielfeld verlassen. Gute Partie gemacht, das 1:0 hat er vorbereitet. Darf jetzt nochmal kurz durchatmen und Paco Alcácer, dem ist durchaus zuzutrauen, in 3,5 Minuten noch einen Treffer zu erzielen. Gut gespielt jetzt über Witzel und Reus zum 3:0. Nicht Paco Alcácer, aber der muss einfach nur auf dem Feld stehen und dann läuft es von alleine. Das tut jetzt auch den Mainzern weh. 0:3 sieht dann schon etwas übler aus als 0:2. Piszczek, Witzel, Sancho da im Zusammenspiel. Dann Witzel quer auf Reus und der
mit der perfekten Schusstechnik. 3:0 also hier in der Opel Arena. Es war vorher schon alles klar, jetzt ist es noch klarer. Wir geben nach Augsburg, wo es noch 1:1 steht. Die Frankfurter hoffen ja da auch noch irgendwie auf den Dreier. Und sie rennen auch nochmal an, 2 Minuten vor Ende. Rebic hat den Ball, legt ihn nochmal rüber auf Philipp Kostic. Bekommen sie nochmal eine Möglichkeit. Jovic kriegt den Ball nicht rein, weil Khedira aufgepasst hat. Das war wichtig, sonst wäre Sebastian Haller da gewesen und hätte nur noch den Fuß hinhalten müssen. Gab eben nochmal eine durchaus gute Möglichkeit. Mijat Gacinovic, der drehte sich dann aber vom Tor zu weit weg und konnte nicht einschlagen. Dieser Eckstoß könnte jetzt aber nochmal für Gefahr sorgen. Philipp Kostic legt sich den zurecht. Stendera kommt auf kurz. Bekommt er den Ball? Bekommt er ihn nicht? Da geht keiner so richtig mit. Nein, dann wird er reingeschlagen. Rebic legt den Ball hoch. Ein Dicker mit dem Kopf. Balute hat ihn fest. Bayern hat mit 4:2 gewonnen. Wir schauen nochmal nach Wolfsburg. Das ist ja auch noch spannend. Und Wolfsburg rennt nochmal an. Mainz verliert 0:3 gegen Dortmund, aber das ist gerade nicht relevant. Brekalo mit der Flanke. Orban erstmal dazwischen. Kriegen sie nochmal die Möglichkeit. Halstenberg klärt den Ball raus und dann dürfte es das gewesen sein. Ja, das war's. Leipzig dreht die Partie, gewinnt 2:1 gegen Wolfsburg. Und dann läuft es nur noch in Berlin, Augsburg, Frankfurt 1:1. Also ab in die Hauptstadt. 2 Tore werden die Berliner aber nicht mehr aufholen können. Dementsprechend ist auch hier alles klar. Die einzige Partie, die jetzt aktuell noch läuft, die Nachspielzeit ist abgelaufen. Und das war es jetzt auch. 2:4 verlieren die Berliner zu hoch am Ende. Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Hoffenheimer haben ihre Möglichkeiten einfach verwandelt. Und so gewinnen die Gäste 4:2. Wir geben nochmal zuletzt nach Mainz. Der Tabellenführer bleibt weiterhin ungeschlagen, holt die nächsten 3 Punkte ein. 36 Tore jetzt bereits erzielt und schon 30 Punkte nach gerade mal 12 Spielen. Marco Reus jetzt zuletzt mit dem letzten Streich in der 87. Spielminute. Mainz hingegen verliert absolut verdient. Und das war's dann aus der Konferenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt gibt's noch die Zusammenfassung der letzten Spiele des 12. Spieltages. Viel Spaß dabei. Die Gäste aus Stuttgart konnten zuletzt vor der Länderspielpause beim 1. FC Nürnberg gewinnen und die Leverkusener starteten da mit einem 0:3 gegen Leverkusen in die Pause rein. Und das wollten sie jetzt hier in der Bayer Arena wieder gut machen und wollten von Anfang an die Partie in die Hand nehmen. Das ist Kevin Volland, legt auf Kai Havertz und er hat auch den ersten Abschluss der Partie, der aber doch relativ deutlich am Kasten vorbeiging. Trotzdem, die Elf von Heiko Herrlich versuchte es, auch wenn der doch recht kläglich vergeben war. Doch die bessere Anfangsphase oder die bessere erste Hälfte spielte Leverkusen. Bender auf Kevin Volland, dann ist es nochmal Lars Bender. Bringt den Ball in die Mitte. Kai Havertz mit dem nächsten Abschluss und super Reaktion von Ron-Robert Zieler. Fährt da den Arm aus und kann den Rückstand verhindern. 5 Minuten vor der Pause und die Leverkusener wurden immer drückender und jetzt ist es Kai Havertz, der auch das 1:0 machen konnte. 4. Saisontor für das Leverkusener Top-Talent und die hochverdiente Führung für Bayer 04. Die Elf von Markus Weinzierl wirkte leicht überfordert am Freitagabend und so liegt man dann zurück, hochverdient. Es hätte, wie gesagt, deutlich höher schon stehen müssen. Nur 1:0, aber trotzdem klasse Treffer von Kai Havertz für Zieler. Bleibt nicht genug Zeit zu reagieren und er schlägt dann auch direkt neben dem Pfosten ein. 1:0 also für die Leverkusener in der 40. Minute. Das war dann auch der Halbzeitstand und die Stuttgarter mussten sich jetzt für den zweiten Durchgang was Neues einfallen lassen. Ansonsten dürfte es hier die 8. Saisonniederlage hageln. Dann wurde Leverkusen aber etwas unkonzentrierter. Gonzalez über die linke Seite auf Mario Gomez und der Abschluss ist gar nicht so verkehrt, aber Radetzky ist da und fängt den ganz locker ohne Probleme ab. Keine 20 Minuten jetzt mehr zu spielen. Leverkusen brachte nicht mehr viel nach vorne und hatte immer wieder Fehler im Aufbauspiel. Und Stuttgart wurde jetzt etwas mutiger, weil sie merkten, hier ging irgendwie was. Askasiba ist das. Santiago Askasiba legt drauf auf Beck und dann ist es Beck. Ein wenig symptomatisch, dieser Flankenball für die Lage beim VfB, auch wenn man zuletzt eben gewinnen konnte. Trotzdem
Sie glaubten weiterhin dran. Etwas mehr als 10 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Das ist Santiago Ascasiba, sehr auffällig. Maffeo mit der Flanke, Gomez mit dem Kopfball. Wäre nicht so unplatziert gekommen, aber Radetzky fängt den ab. Aber eine Möglichkeit gab es nochmal für Stuttgart. Spielten sich jetzt von hinten raus, Leverkusen sehr weit aufgerückt. Und dann ist das Maffeo, Pablo Maffeo legt quer auf Santiago Ascasiba und der mit dem 1:1 in der 87. Spielminute. Und der verdiente Ausgleich für die Gäste, das haben sie sich verdient eben über eine starke zweite Hälfte. Und dafür werden sie jetzt eben auch belohnt. Leverkusen weit aufgerückt, wollten hier alles klar machen und dafür werden sie jetzt bestraft. Tah und Jedwai laufen nur nebenher, Wendell kommt nicht mit, Santiago Ascasiba mit. Und dann für Radetzky nichts mehr zu machen. Der dreht sich rein und so geht diese Partie am Freitagabend 1:1 aus. Eine erste richtig gute Hälfte der Leverkusener, die zweite war von den Stuttgart deutlich besser. Und unter dem Strich geht das dann in Ordnung. Leverkusen wird sich sehr ärgern über dieses späte Gegentor. Stuttgart hingegen kann doch recht zufrieden sein. Der FC Schalke 04 musste zuletzt auch wieder tief schlucken beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Nürnberg verlor 0:2 gegen den Tabellenletzten aus Stuttgart. Das ist auch nicht unbedingt wunderschön anzusehen als Fan. Aber nach 5 Spielminuten gab es die erste Möglichkeit und zwar für die königsblauen Gastgeber. Hier am Samstagabend wollten sie unbedingt den Dreier einfahren. Der vierte in dieser Saison, Vers Burgstaller, hatte die erste Möglichkeit, aber eine gute Parade von Christian Martenia wehrt ihn zur Seite ab und dann war die Szene geklärt. Aber die Anfangsphase war klar in den Händen der Elf von Tedesco. Bentaleb auf Guido Burgstaller. Sehr auffällig. McKennie, Alessandro Schöpf und Burgstaller mit dem Abschluss, aber Mühles dazwischen. Die Schalker mussten ja auf Embolo verzichten, der sich verletzt hatte und jetzt konnten sie trotzdem gut wirbeln. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Auch wieder gut reingetreten. Misicjan und Mühl kriegen es nicht geklärt. Dann ist es Serdar. Aber dieser flache, harmlose Abschluss ist kein Problem für Martenia, der da die Übersicht behält. Keine 20 Minuten gespielt und Schalke war drückend überlegen. Der Treffer musste jetzt eigentlich irgendwann mal fallen. Salif Sané ist das. Kommt auch per Kopf ran. Platziert den gar nicht so verkehrt, aber mehr ist dann auch eben nicht darüber zu sagen. Der ging eben nicht mal aufs Tor. Und dann ist auch damit Genüge getan. Aber Schalke war weiterhin richtig spielstark in der Partie. Caligiuri ist das über die rechte Seite mit Tempo, wird nicht angegriffen. Und da ist Burgstaller. Und der macht das hochverdiente 1:0. Sein zweites Saisontor erst. Und platzt jetzt der Knoten gegen seinen Ex-Club. Ist ja aus der zweiten Liga vom ersten FCN einmal zur Halbserie gewechselt. Zu den Schalkern. Konnte dann direkt richtig gut einschlagen. In den letzten Wochen war es nicht mehr ganz so gut bei ihm. Hängt aber sicherlich auch mit der allgemeinen Situation von Königsblau zusammen. Das macht hier stark. Nimmt den Ball mit der linken Sohle oder mit der linken Seite an und hämmert den dann aus kürzester Distanz. Unhaltbar für Martenia in die Masche. Und sie machten weiter, weil Nürnberg sich jetzt auch Fehler leistete. Marc Reiter auf Amin Harit. Amin Harit hat die Übersicht und da ist dann Bentaleb 2:0, 35. Spielminute. Sein drittes Saisontor war schon vom Punkt erfolgreich in dieser Saison. Und jetzt endlich mal 2 Tore für Schalke. Endlich konnten sie mal nachlegen, aber was ist das auch für ein Fehler von Marc Reiter? Genau in den Fuß von Amin Harit. Der nutzt das aus, nimmt Bentaleb mit, der gelauert hatte. Und Rein und Leibold können nur hinterher schauen. Martenia ist mal wieder machtlos. Die verdiente 2:0-Führung, es hätte tatsächlich sogar noch höher stehen können, stehen müssen. Vor der Pause aber dann endlich auch mal Nürnberg im gegnerischen Strafraumbereich und dann auch so ein Fehler bei den Schalkern. Fuchs ist das dann mit dem Abschluss, der hätte gepasst. Aber Fährmann fliegt ganz einfach und fängt den sogar auf. Es stand zur Pause 2:0. Wie lang und breit bereits erklärt, 1-2 Tore hätten es noch mehr sein können. Die verdiente Führung für Schalke. Und direkt nach der Pause wollten die Gastgeber auch weitermachen. Den nächsten Treffer nachlegen, um hier gar nichts mehr anbrennen zu lassen. Das ist dann Burgstaller mit dem Außenriss, aber Martenia fängt den auch ab. Doch das Kompliment konnte man Schalke machen. Sie versuchten es zu jeder Spielzeit hier immer wieder
nach vorne zu spielen und Tore zu machen. Das ist McKenny, legt quer auf Alessandro Schöpf, wird aber im letzten Moment noch abgewehrt. Die Fußspitze war es da, die das Tor verhindern konnte. Und weiterhin nur die Königsblauen vor Nürnberg, kam einfach zu wenig. Michael Köllner konnte seine Mannschaft scheinbar nicht richtig einstellen für diese Partie. Zum Topspielzeitpunkt eben, und trotzdem, es war kein wirkliches Topspiel, weil nur Schalke spielte. Mattia Nastasic mit dem Kopfballversuch ging aber deutlich vorbei. Stunde knapp von der Uhr. Nürnberg wagte sich jetzt mal so ein bisschen aus der Verteidigung raus. Und der Abschluss von Srelak ist dann okay, aber mehr halt auch nicht. Und Fährmann hat gar keine Probleme, den aufzufangen. Und dann war wieder Schalke dran. Etwas mehr als eine Viertelstunde jetzt noch auf der Uhr. Sie wollten das dritte Tor nachlegen, ihren Fans nochmal was zeigen. Serdar mit der Flanke. Und da ist dann Caligiuri und der muss es machen in der Szene. Das Einzige, was man den Schalkern ankreiden konnte in dieser Partie, war die schlechte Chancenverwertung. Ist da völlig frei auf dem Elfmeterpunkt und dann kommt da so ein Kopfball bei raus. Auch wenn nicht viel fehlte, das hätte es sein müssen. Und Nürnberg, die bekam auch nochmal eine Möglichkeit, sollte es nochmal einen Treffer zumindest geben. Das ist dann Srelak und auch etwas sinnbildlich für diese Partie. Perfekte Position, aus knapp 5 Metern kommt er da frei zum Kopfball, aber Fährmann fängt den ab, weil er direkt auf ihn platziert war. Nabil Bentaleb hatte mit seinem 2:0 letztendlich alles klar gemacht. Schalke gewinnt hochverdient mit 2:0 eben. Am Ende geht das absolut in Ordnung. Es hätte höher ausgehen können, ausgehen müssen. Nürnberg war nicht gut in der Partie und wird dann dementsprechend auch mit 0 Punkten wieder nach Hause fahren. Der SV Werder Bremen hat zuletzt in den vergangenen Spielen nicht mehr ganz so gut ergebnistechnisch aufspielen können. Jetzt beim Sportclub Freiburg sollte es auch nicht unbedingt einfacher werden, aber die Elf von Florian Kohfeldt ist absolut spielerisch in der Lage, sich da wieder rauszuspielen. Und das ist dann Şahin, der auf Klaassen spielt. Şahin bekommt dann auch den ersten Abschluss, aber Schwolo ist da und hebt die Arme, kann den zum Eckball klären. Gute Anfangsphase der Gastmannschaft aus Bremen, aber sie wurden dafür auf dem Papier noch nicht belohnt. Schwolo eben mit der Parade. Etwas mehr als 20 Minuten jetzt von der Uhr und dann auch mal die Elf von Christian Streich über die linke Seite. Guter Ball von Günther, der ist perfekt getimed. Den erläuft sich dann Haberer noch. Dann verschätzt sich da in der Mitte einer und Kleindienst ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. 1:0 für den Sportclub. Bitter für Pavlenka, aber bei der Flanke wurde sich extrem verschätzt. Wir schauen gleich nochmal drauf, dass das nie im Leben passieren darf. Veljkovic ist es da, der vorbeifliegt an dieser Flanke. Muss den eigentlich locker zum Eckball rausköpfen. Schafft es aber nicht und dann ist Kleindienst da und hält den Fuß hin. Pavlenka kann den Ball dann letztendlich nur noch aus dem Netz holen. Die Führung aus dem Nichts für die Gastgeber, aber damit dürften sie äußerst gut leben können. 5 Minuten vor der Pause schon und dann nochmal Bremen. Konnten sie ausgleichen? Vorm Seitenwechsel wäre extrem wichtig. Man würde hier gerne den Dreier einfahren. Kruse und dann der Querpass von Harnik und Eggestein. Wird da noch gut gestört, ansonsten hätte es noch gefährlicher werden können. Günther passt da auf. Eggestein bleibt auf den Füßen, auch wenn da der Kontakt durchaus da war. 1:0 also zur Pause für die Sportclub Freiburg. Fans sicherlich etwas schmeichelhaft, aber damit könnten sie gut leben, solange es am Ende bei diesem Ergebnis bleibt. Stunde jetzt von der Uhr und dann wieder der Sportclub. Bremen machte etwas mehr auf und riskierte mehr, wollte unbedingt den Treffer erzielen. Dadurch ergaben sich Möglichkeiten, aber sie haben ja auch immer noch wieder Pavlenka hinten im Kasten drin. Kleindienst also nicht mit dem Doppelpack. Der Linksschuss ist gar nicht so verkehrt, aber das ist dann auch eine gute Parade. Pavlenka ist eben ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Keeper. Etwas weniger als eine Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Und langsam lief die Zeit dementsprechend davon. Freiburg kombiniert sich da gut. Haberer mit der missglückten Flanke. Pavlenka fängt den ab und rischt ihn dann nach vorne. Es war im zweiten Durchgang nicht mehr so spektakulär. Freiburg war kurz davor, jetzt alles klar zu machen. Hier nochmal die Möglichkeit. Waldschmidt ist dazwischen. Robin Koch. Robin Koch bekommt auch den Abschluss. Setzt ihn aber vorbei. Pavlenka muss nicht eingreifen. Was war mit Bremen los? Keine gute zweite Halbzeit, aber sie kam noch einmal in der letzten Spielminute. Harnik auf Gebre Selassie und dann ist Nuri Şahin da
und macht den Ausgleich. Sein zweites Saisontor. Und bitterer kann es für Freiburg nicht laufen. Lange wähnten sie sich in Sicherheit. Wie sehr man das auch tut bei einer 1-0-Führung. Aber von Bremen kam einfach gar nichts nach vorne. Jetzt spannen sie einmal den Arm an und hämmern den Ball dann rein. Das ist auch ein wunderbarer Schuss von Nuri Sahin. Glück also für Werder Bremen, dass sie hier mit einem Punkt nach Hause fahren werden. Kohfeldt dürfte trotzdem absolut unzufrieden sein. Hat Glück, dass seine Mannschaft nicht komplett mit leeren Händen nach Hause fährt. Trotzdem verdient wäre der Sieg für Freiburg gewesen, aber Nuri Sahin macht ihnen da einen Strich durch die Rechnung. Zum Abschluss des 12. Spieltages war im Borussia-Park nochmal Hannover 96 zu Gast und die Elf von André Breitenreiter konnte zuletzt mal wieder gewinnen am Freitagabend 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Hier die Anfangsphase gehörte aber wiederum den Gastgebern lang. Mit der Flanke, dann ist das Player und der Abschluss von Stindl von Waldemar Anton erstmal abgewehrt. Das 3:1 gegen die Werder Elf war absolut überzeugend. Hier war es übrigens kein Handspiel, sondern die Brust von Anton, der den Ball abwehren konnte. Aber auch Hannover wagte sich nach vorne, setzte die gastgebende Verteidigung mal unter Druck. Meiner legt auf Wood. Bobby Wood ist im 16er, legt aber nochmal zurück auf Matthias Ostscholek. Da kommt dann auch die Flanke. Ginter erstmal dazwischen, die Situation auch nicht geklärt, dann Wolle ist etwas überhastet. Aber immerhin ein statistischer Torschuss für die Gäste und das gab ihnen jetzt Auftrieb. Nur wenig später wieder Hannover. Meiner über die linke Seite setzt sich da richtig klasse durch gegen Neuhaus, kriegt die Flanke dann rein und dann ist da Ilas Bebu mit dem 0:1. Viertes Saisontor und das tut den Gladbachern jetzt richtig weh. So ein unnötiges Gegentor, mehrmals war es zu verhindern gewesen, aber sie schafften es nicht. Erstmal Meiner über die linke Seite, da muss Neuhaus dann eventuell auch einfach mal das taktische Foul ziehen, dann verschätzt sich da Elvedi in der Mitte, Ilas Bebu ist völlig frei, Sommer ist noch dran gegen diesen Aufsetzer, aber kommt er da nicht mehr entscheidend dran, sondern wehrt den Ball ins eigene Netz ab, aber wäre auch logischerweise so drin gewesen. Wie konnte die Elf von Dieter Hecking damit jetzt umgehen? Fragwürdig waren die anschließenden Minuten, weil Hannover besser war und Gladbach nicht so gut nach vorne spielte, kannte man von ihm gar nicht bislang in dieser Saison. Das ist dann mal Korb, aber Ginter dazwischen schmiss sich rein. Zumindest verteidigten sie dann leidenschaftlich, aber nach vorne war das Spiel von Gladbach ungewohnt schwach. Das kennt man von ihnen deutlich besser. Und dann dieser Flankenball, der immer länger wird. Saran Renbahse legt nochmal rüber und Lindmar Ina mit dem 0:2 und nicht unverdient kurz vor der Pause. Doch auch das ist wieder fahrlässig verteidigt, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Diese Flanke von Ostscholek geht hier überall durch. Der ist ja nicht mal straff gespielt. Saran Renbahse macht das aber auch klasse, wie er nochmal zurücklegt. Und Marina steht am zweiten Pfosten. Blank ist am reaktionsschnellsten und köpft das Ding ein. Ginter und Sommer laufen sich dann noch gegenseitig über den Haufen, versuchen alles den Ball zu retten, aber konnten an der 0:2 Halbzeitführung der Hannoveraner nichts mehr ändern. Und jetzt hatten sie 45 Minuten schwerste Arbeit vor sich, um ihren zweiten Tabellenrang zu verteidigen. Stunde jetzt von der Uhr und die Elf von Dieter Hecking wurde tatsächlich etwas gefährlicher. Stindl mal! Scheitert aber an Michael Esser, der gut reagieren kann. Diesen Distanzschuss wehrt er ab zum Eckstoß. Da wird auch noch Ellis getunnelt. Viel Glück, dass der Keeper der Hannoveraner wirklich gut drauf ist und den rausfischen konnte. 5 Minuten knapp später dann wieder Gladbach. Das 1:2 sollte langsam her. Lars Stindl auf Hazard. Thorgan Hazard mit der Flanke perfekt gemacht und Jonas Hofmann ist auch wieder da. 6. Saisontor. Die Gladbacher zum Anschluss in der 67. Spielminute. Klasse Flanke von Hazard. Esser versucht sich groß zu machen, ist aber gegen diesen Schuss von Hofmann, gegen die Laufrichtung dann machtlos. Und so war ja noch über 20 Minuten Zeit, um hier zumindest den Ausgleich zu erzielen. Vielleicht sogar noch mehr. Und Gladbach kam. Hazard auf Neuhaus. Wieder Hazard. Bringt da nochmal eine Flanke. Nein, zieht erstmal zurück. Jetzt gut gemacht von Strobel. Und Player mit dem Abschluss. Und da fehlte wirklich wenig. Extrem ärgerlich in der Situation, dass hätte es sein können, sein müssen.
Player hat die Schusstechnik und der zischt haarscharf am Winkel vorbei. Hannover wollte aber auch nochmal einen Treffer erzielen. Das 3:1 würde hier wohl die Entscheidung herbeiführen, aber der Abschluss von Maina ist nicht platziert genug. Trotzdem nicht schlecht und trotzdem blieb es bei diesem 2:1. Es brannte nichts mehr an. Gladbach konnte nicht mehr nach vorne spielen. Außer kleine Halbmöglichkeiten kam nichts mehr bei raus. Und so entführen die Hannoveraner zum Abschluss des 12. Spieltages tatsächlich 3 Punkte aus dem Borussia-Park. Sicherlich eine der größten Überraschungen dieses Spieltages. Wir schauen auch mal auf alle Ergebnisse, die hier zusammengekommen sind. Jo, das war die komplette Prognose, Samstagskonferenz und die anderen 4 Spiele. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, sage ich wahrscheinlich auch schon zum 3. Mal, aber würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Daumen nach oben und ein Abo, habe ich auch schon gesagt, aber das würde mich auch freuen. Langes Video, langes Gelaber. Naja, ansonsten danke, wer jetzt wirklich bis gerade noch zuschaut, zuhört. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann und tschüss. So, hier seht ihr dann einmal die Gegenüberstellung. Links ist die echte Tabelle, dazu dann die Minusplätze, wie viele sie in der, ja, oder die Plusplätze, wie viele sie dann in der Prognose abgerutscht wären oder weiter drüber stehen würden. Ich finde, so schlecht ist das gar nicht. Augsburg ist mit 7 Plätzen die größte Abweichung. Ansonsten ist die Standardabweichung 3,1. Das heißt, in der Regel sind die Mannschaften nur 3 Plätze von dem entfernt, wo sie wirklich in echt stehen. Und ich denke mal, dafür ist die Prognose gar nicht so schlecht. Klar, manchmal sind er Ergebnisse sehr fragwürdig aus der Prognose, aber im Großen und Ganzen ist sie doch relativ zuverlässig. Kann natürlich auch Zufall sein oder ist wahrscheinlich auch Zufall, aber naja, da habt ihr mal einen Überblick. Also nochmal vielen Dank an den lieben Jungen, der das zusammengestellt hat. Name ist hier nochmal eingeblendet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt ist wirklich Schluss. Ciao.